2022. Ein wildes Jahr. Auch aus der Sicht der Akademie für Lernmethoden, jetzt im neuen Heim. Also, aber das war ja zu Anfang des Jahres noch gar nicht im Gespräch. Das ist eigentlich so erst im März, April zum Sprechen gekommen und dann wurden Verträge unterschrieben. Die ersten Monate waren immer noch geprägt von der Corona-Zeit. Also dürfen wir Seminare machen oder nicht? Haben wir gemacht. Dann kam aber relativ schnell dann die Idee, wir ziehen um, wir brauchen größere Räume, wir brauchen mehr Möglichkeiten. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir uns das leisten können. Und wir sind dann von 150 Quadratmetern auf 500 Quadratmeter umgestiegen. Wir sind jetzt in der neuen Spreestraße 2. Und das war natürlich eines der wichtigsten Ereignisse in unserem Jahr. Und das merken wir ja auch, dass wir da einen richtigen Schritt gemacht haben. Ja, also von 5 auf 500 Quadratmeter ist schon eine sportliche Sache. Einerseits der Umzug selbst, aber wir sind ja nicht irgendwer. Wir sind also sofort wieder aktiv geworden. Also schon zwei Tage nach dem Umzug habe ich schon das erste Seminar hier in den neuen Räumen gemacht. Und ja, in diesen neuen Räumen, ich muss echt sagen, also haben wir so viele andere Möglichkeiten. Wir können wirklich sehr gezielt unsere Arbeiten verführen. Wir haben mehrere Büroräume, wir haben einen Escape Room gebaut, wir haben einen sehr großen Seminarraum, wo wir also nicht nur, sagen wir mal, 20 Leute reinkriegen, sondern vielleicht 40. Das haben wir ja auch schon gemacht. Wir hatten eine ganz tolle Eröffnungsfeier, obwohl es der heißeste Tag des Jahres war, hatten wir hier ganz, ganz viele Leute, die uns beglückwünscht haben, die sich mit uns gefreut haben. Dann haben wir noch eine zweite Eröffnung gemacht, nämlich die Eröffnung eines Labyrinths. Wir haben also nach dem vierten Online-Kongress, den wir organisiert hatten, die Idee bekommen, Mensch, lass uns ein Labyrinth bauen auf unseren Rasenflächen. Sonst hätten wir nur immer, sagen wir mal, mit dem Rasenmäher das Ding pflegen müssen. Jetzt haben wir uns viel mehr Arbeit aufgeladen, denn wir haben jetzt ein Kräuterlabyrinth und das ist ziemlich einmalig. Also wurde uns das auch bestätigt. Wir sind sogar im Labyrinthregister von Deutschland registriert und da hat man uns attestiert, dass es kein anderes Labyrinth gibt, was fünfeckig ist. Und wir haben ja aus unserem Labyrinth unser Logo verewigt und das heißt also, wir haben eines der größten Logos dieser Republik. Ja, Umzug, na klar, viel geschwitzt, viel geschleppt von unterm Dach bis jetzt, alles ebenerdig, dabei 5 Kilo abgenommen. Naja, mittlerweile sind sie bald wieder drauf, glaube ich. Aber gut, ist ja auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Was aber vielleicht auch es ist ja auch in dieses Jahr gefallen, dass es auch erst im Mai oder Juni diese Entscheidung gefallen, also dass ich mit der Schule aufhöre, dass ich in den Vorruhestand gehe. Ja, obwohl mein letztes Schuljahr, muss ich wirklich sagen, eines der schönsten überhaupt war. Ich war da in der Sigmund-Jähn-Schule, in der Grundschule und ich habe es geliebt, das muss ich wirklich so sagen. Also die Grundschüler sind genial, es ist eine sensationelle Schule, sehr, sehr engagiert. Und ich bin da auch total gut aufgenommen worden vor einem Jahr. Ich hatte da einen Spezialauftrag, ich sollte also Kinder zum Rechnen bringen. Und das ist mir auch in großen Teilen sehr, sehr gut gelungen. Viele Kinder, die vorher nicht 8 plus 5 rechnen konnten, haben dann relativ schnell dann, also spielend leicht, bis 1.000, 10.000, 20.000 Milliarden hat. Wir haben in der Zeit auch etwas Neues entwickelt. Ich habe also mir jeden Tag neue Notizen gemacht und daraus ist dann, wird ein E-Book gemacht für unsere Enten und Küken. Also da haben wir einen ziemlich großen neuen Bereich entwickelt mit solchem Zahlenmerksystem beziehungsweise mit unserem Zahlenverständnissystem Enten und Küken.
Da könnt ihr euch ja noch mal interessieren, wenn ihr Kinder in dem Alter habt oder selber Pädagogen seid und so. Und dabei ist unter anderem auch der Zahlenstrahl entstanden, der ja, ist hier irgendwo hinter mir, der wirklich ein gehirngerechter Zahlenstrahl ist und jetzt also Kinder in die Lage versetzt, wirklich abzuschätzen, wo ist was, welche Kategorie brauche ich. Das macht den Kindern riesen Spaß, das ist magnetisch, da gibt es ein paar Autos, die man hin und her fahren kann. Und dann ist es nicht einfach nur so ein stupider Zahlenstrahl, den man mit einem Lineal irgendwie bedienen kann. Ja, also jetzt in den Vorruhestand und demzufolge 100% Akademie für Lernmethoden. Was ganz, ganz wichtig war, war der August. Warum? Weil ab da war meine Anne wieder da. Aus dem Mütterjahr raus und jetzt haben wir echt Geschwindigkeit aufgenommen. Das war innerhalb von wenigen Tagen klar. Also wir gehen jetzt mit einer vollkommen anderen Geschwindigkeit wieder voran und das ist einfach nicht zu ersetzen gewesen. Und wir haben es gut gemacht. Also wir haben ja überlebt, auch ohne Anne, für ein Dreivierteljahr. Sie hat ja im Hintergrund immer wieder mit uns gearbeitet. Und allerdings, jetzt, wo sie wieder da ist, ich genieße es wirklich jeden einzelnen Tag. Ja, ich hatte es schon erwähnt, also unser Labyrinth mittlerweile mit 60 Kräutern, verschiedenen Kräutern und 250 Pflanzen schon drin. Mittlerweile werden wir eher als Gartenanlage gesehen als Lernwerkstatt oder Akademie für Lernmethoden. Es ist immer ganz lustig. Natürlich war das 2022 ja auch ein Jahr der Einschnitte, also ich kann dir auch wirklich sagen, also vom Umsatz ist es zurückgegangen und zwar ganz einfach deswegen, weil eben viele Ängste unterwegs sind. Die Angst, Zukunftsängste. Also vorher war es die Angst, mit Corona umzugehen. Jetzt kamen etliche dazu. Kriege ich meine Bude warm? Kann ich die Energie noch bezahlen? Da kann es durchaus sein, dass der eine oder andere schon mal sagt, vielleicht mit dem Lernen und so weiter, das mache ich dann doch erst wieder nächstes Jahr, wenn ich Klarheit habe. Da haben wir schon gemerkt, dass manche Seminare eben nicht mehr so gefüllt sind, wie wir es vorher gewöhnt waren oder auch nicht jeder Online-Kurs gekauft wurde. Inflation kennt jeder. 10% hatten wir noch nie, also nicht nur in der Zeit der Akademie, sondern generell in Deutschland, das ist eigentlich unbekannt, dass sowas passierte. Und wir wissen selber, wie die Spritpreise sind. Wir wissen selber, wie der Gaspreis nach oben gegangen ist. Und das kann an keiner Firma spurlos vorbeigehen. Das geht gar nicht. Damals, als wir Corona hatten, also diese Corona-Krise, könnte man ja wirklich sagen, das hat uns nicht so wehgetan, weil wir dann relativ schnell auf Online-Kurse umgestellt haben. Und das war dann also nicht so ein Einschnitt, wie wir es jetzt in diesem Jahr hatten, muss man echt mal so sagen. Aber Stillstand kennen wir natürlich nicht. Wir haben also weiterentwickelt, wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Und eins davon ist halt dieser Zahlenstrahl, den wir entwickelt haben. Dazu kommen noch viele andere Sachen. Wir haben auch neue Online-Kurse zusammengestellt. Eines der erfolgreichsten Online-Kurse also in diesem Jahr war Fit for Abitur. Das heißt also, wo wir 11. und 12. Klässler in die Lage versetzen, so gezielt sich auf die Prüfung vorzubereiten, dass sie ja, im Prinzip eigentlich so eine ganz normale Prüfungsvorbereitung gar nicht mehr brauchen, sondern sie lernen halt ganz anders. Dann gibt es auch so ein Programm deutschlandweit, also das heißt aber in jedem Bundesland anders und jedes Bundesland geht auch anders damit um. Bei uns in Brandenburg heißt es Aufholen nach Corona. Da haben wir uns für beworben, ob wir das auch machen dürfen, ob wir da sowas anbieten können. Und das Ministerium hat sich sehr gefreut, dass wir dabei sind. Also die Akademie für Lernmethoden ist dort gelistet und das wiederum hat uns auch wieder etliche Aufträge beschert von Schulen, die dann sagen, okay, komm mal bitte zu uns und helf meinen Kindern, das Lernen zu lernen, beziehungsweise auch mit Online-Kursen zu arbeiten.
Wir haben etliche Schulen hier bei uns in der Akademie schon begrüßen können. Wir haben wenigstens erstmal Klassen oder Hortgruppen oder wen auch immer. Ganz viele jedenfalls, die sind in Escape Room gewesen, die haben die Da Vinci-Brücke gebaut, die sind durchs Labyrinth gestiefelt, sie haben, insgesamt haben wir, glaube ich, so an die 20 Kurse angeboten und die sind auch sehr gerne genommen worden, also 20 Stationen. Genau. Und last but not least, also freuen sich alle Trainer und Coaches, dass wir ein Spiel entwickelt haben, das nennt sich Türöffner, ist ein Therapiespiel, wo also Kinder beispielsweise ins Sprechen kommen, wenn sie Probleme haben. Das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Geschichte, gerade bei Kindern. Und mit diesem Spiel ist es aber relativ leicht, dann auf den Punkt zu kommen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um dann vielleicht zu überlegen, wie können wir deine Situation verbessern? Wie können wir deine Situation innerhalb der Klasse verbessern? Wie können wir deine Situation innerhalb deines Lernens verbessern? So, und ihr merkt schon, also wir sind dabei. Wir stecken nicht den Kopf in den Sand oder den Sand in den Kopf, wie Herr, der eine Fußballer mal nannte. und ich gucke auf jeden Fall mit großer Freude ins neue Jahr. Wir freuen uns auch zu neuen Taten wieder aufzuziehen. Und dann wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr einen tollen Jahresabschluss habt, dass ihr neugierig bleibt und vor allen Dingen uns gewogen. Herzlichst, euer Jens.